Hallo übrigens draußen und willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal und dabei ist natürlich der Zitani. Hi! Ja moin Leute, was geht ab? Und wir connecten einfach direkt. Genau. Instant Bloody Beach ist wieder am Start. Und jo. Leute, es gibt was zu erzählen. Oh ja, aber es ist kein Open-Server, also alles entspannt. Und zwar, wir haben ja bereits letzte Folge erwähnt, dass uns die Diamanten weggenommen wurden, die wir abgebaut haben. Und jetzt wurden uns noch mehr Diamanten abgenommen. Und zwar, beziehungsweise uns wurden die Weizenblöcke abgenommen. Warum? Es war ja, wie vermutet, dass es nicht ganz erlaubt ist. Allerdings haben wir ja so argumentiert, oh, das war riskant hier, ne? Ja, das war sehr riskant. Auch mit den Fackeln da drin eigentlich. Oh. Oh, oh. Aber wir haben so argumentiert, dass es nicht in den Regeln steht und in Regeln wurde zitiert, hochgradig asoziales Verhalten, bla bla bla, okay, ist zu unterlassen, beziehungsweise wenn man sich nicht sicher ist, soll man Projektleiter fragen. Wir haben einen nicht neutralen, also einen unneutralen, einen parteiischen Projektleiter, der natürlich, ich sag mal, wenn es grenzwertig ist, vermutlich eher so entscheidet, dass es für sein Team auch gut ist. Dementsprechend haben wir sowas nicht nachgefragt, ob wir diese Blöcke mitnehmen dürfen, weil in meinen Augen ist es, sorry, wenn ich das so sage, nicht ganz schlau, wenn in einem Projekt es um Weizen geht, am Spawn Weizenblöcke stehen zu haben. Weil nirgends wurde explizit erläutert, dass am Spawn nichts gebaut werden darf und auch nichts abgebaut werden darf. Also warum ist das nicht erlaubt? Bei ja. Bloody Beach gab es keinen richtigen Spawnpunkt beim ersten Bloody Beach. Und da wurde auch um diesen Villager herum alles Mögliche gebaut, als Beispiel. Also für mich ist das eine logische Schlussfolgerung, dass wir einfach dann auch da abbauen dürfen. Es ist was anderes, wenn wir da Diamanten, sag ich schon, wenn wir Lava setzen würden. Das ist natürlich dann wieder was Asoziales, weil da drin jemand spawnt. Aber ja. Das ist ja ein ganz anderer Sachverhalt. Und wir wurden jetzt angeschrieben von wegen wurden entwertet, Weizenböcke wurden uns weggenommen und gleichzeitig haben wir eine Verwarnung bekommen, beim nächsten Mal sind wir raus, was ich ziemlich amüsant eigentlich finde, weil, also, sorry, bei bestem Willen, wir haben mit den Diamanten noch nichts angestellt, also wir hatten sie sogar noch im Inventar, also ganz im Ernst, man kann sich auch ein bisschen, sehr aufregend, so mal irgendwie nicht mal irgendjemand anders was dazu gesagt hat, nur der Projektleiter. Vielleicht sage ich da auch noch ein paar Worte zu. Also ja, ich hatte die Nachricht als erstes gesehen. Ich habe auch noch ein bisschen mit dem Projektleiter aka Domse Play geschrieben. Link übrigens auch in der Videobeschreibung von allen Teilnehmern immer. Also es wurde dann halt argumentiert, wir mussten halt so ein Quiz ausfüllen, das kann man ja auch schon sagen. Wo wir halt quasi so sagen, hey, jo, wir halten uns an die vorgegebenen Regeln. Die wurden damit halt so ein bisschen überprüft. So, und eine Frage war, ich handle irgendwie nicht oder so, wie war denn das genau, der Wortlaut? Ja, von wegen, dass man halt kein asoziales Verhalten an den Tag legen sollte. Ja, genau. Zum Beispiel irgendwie Leute extra irgendwie beim Netherportal oder so Lava setzen, dass Leute ohne Falle bauen, dass da Leute halt dadurch direkt sterben, ohne dass sie was machen können. Genau, und das beziehe ich genau darauf, was du gerade gesagt hast, auf irgendwelche Fallen oder sowas und nicht darauf, irgendwelche Rohstoffe mitzunehmen. Also, ohne Witz, das mit den Diamanten, dass uns die Diamanten mit der Diamond Ore aberkannt worden sind, gar kein Problem, das stand vorher drin, dass keine Diamanten spawnen sollten, dann kann ich es auch verstehen. Mich hat es nur gewundert da, das konnte ich noch verstehen, aber das mit den Weizen konnte ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Weil für mich macht das so den Eindruck, dass man jetzt nachträglich irgendwie die Regeln etwas sich zurechtschneiden möchte und das dann quasi so darauf bezieht, ja, ihr habt doch gesagt, ihr macht nichts Asoziales. Aber was ist asozial? Ja, was ist asozial? Erstens das und das kann man halt auf alles beziehen. Jeder definiert das anders. Also für mich ist das nicht asozial, einen Weizenblock mitzunehmen. Und wir wussten nicht in diesem Moment, haben jetzt noch andere Leute da Weizenblöcke mitgenommen. Ja. Das wussten wir ja nicht. Das war ja das Riesenproblem. Und dann hat Domse argumentiert, ihr hättet da nachfragen müssen. Also bitte. Bei Fragen bei allem nach.
Ich frage ab jetzt, Achtung, ist einer. Ich frage jetzt nach, ob ich nach rechts laufen darf, weil das könnte ja auch asozial sein, weil rechts ist nicht gut, wenn man rechts ist. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Wir wollen jetzt auch nicht uns hier irgendwie ausheulen oder so. Wir wollten das halt nur mal klarstellen, dass wir das nicht ganz korrekt finden. Und ja. Und vor allen Dingen aber da eine Verwarnung auszusprechen, beziehungsweise quasi eine Abmahnung, so sie eigentlich beim nächsten Mal sind wir raus. Das ist ja, naja, okay. Ne? Ja, lassen wir das. Wenn man's möchte. So, wir brauchen auf jeden Fall, was brauchen wir jetzt eigentlich? Diamanten, ne? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir ziemlich viele Diamanten, ne? Das wird so wieder dauern, weil jetzt haben wir ja gar nichts. Ah, guck mal, jetzt sind hier welche um Server. Ja. Was schreiben die jetzt im Chat was? Immer so wirres Zeug? S-Punkt, die wollen, dass wir antworten, aber wir antworten nicht. Wir sind. Weil dann wird man entsneakt. Ah, ich bin gerade am Ofen, ich bin entsneakt, aber okay. Ja, immer mal so ein bisschen nach oben gucken, aber ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass hier keiner ist direkt. Also die Map ist ja relativ groß. Die ist ziemlich groß, ja. Bei Inseln. Läuft auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt als erstes Weizen, damit wir halt dringend die Dias tauschen können. Ich glaube, wir sind richtig hart im Rückstand. Vor allem, weil wir noch 80 Minuten übrigens Aufnahmezeit haben. So in etwa, ich weiß nicht, 140 Minuten haben wir im Monat in der Woche, ne? Ja, das ist schon relativ viel auf jeden Fall. Ja, und wir haben jetzt 2x45 aufgenommen. Ja, nicht 18 Stunden haben wir dann knapp noch, ne? Genau. 50 Minuten so in etwa. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch, müssen wir noch ein bisschen, ich sag mal, unsere Räume erweitern, damit wir hier größere Felder hinbauen können. Ja, ja. Weil Felder sind die halbe Miete. So sieht's aus. Aber das Ding ist, weil wir so weit außerhalb der Map sind, wann kommt die Border, ne? Ja, nee, es wächst aber auch nichts. Weil wenn Leute nicht in der Nähe sind, dann wächst es ja nicht. Mhm. Weil ich glaube, beim letzten Bloody Beach war es teilweise wirklich so, dass wir auf den Server gekommen sind, konnten ernten. Stimmt. Und das ist hier leider nicht ganz so der Fall, aber... Ja gut, dafür sind wir relativ sicher, also... Ja... Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Genau, genau. Wir machen mal eben... Kannst du mir noch eine Spitzhacke mitnehmen? Ich kann noch eine craften, natürlich. Warum loggen die sich denn immer ein und aus? Das verstehe ich nicht. Um zu ernten? Das kann natürlich sein. Das ist natürlich eine Taktik, ne? Aber da musst du ja... Ah, oh, das finde ich aber nicht cool. Vor allen Dingen ist es Aufnahmepflicht, das heißt, sie müssen dann... Boah, das ist ja richtig scheiße eigentlich. Ja. Ja, mein Spitzhacke ist Schrott. Ich bringe dir eine mit. Also das finde ich echt... Weiß ich nicht. Hier. Danke. So. Muss jeder für sich wissen. Ja, es wäre eventuell tatsächlich irgendwie zum späteren Zeitpunkt, aber... Effektiv ist es auf jeden Fall. Aber es ist halt auch kacke zum Zusehen, wenn du immer erntest, aus- und eingelogge und nichts passiert quasi so am Stück. Gut, was passiert bei uns am Stück? Wir bauen am Stück Blöcke ab. Ja. Naja. Oh, ich gehe gleich mal hoch und hole auf jeden Fall noch richtig viel Erde. Genau. Erde kann man immer gut gebrauchen. Ja, so malen uns die Erde, glaube ich, langsam ausgeht. Jo, wir hatten auch gar nicht so viel Erde mitgenommen, also ich... Ja, wir können das ja theoretisch machen, wir heben einfach Räume aus, dann geht einer hoch, baut Erde ab, packt die dann immer wieder ins Backpack. Ja, und Seeds, haben wir genügend Seeds noch? Mal gucken. Seeds waren, glaube ich, etwas grenzwertig. Okay. Oh, das mit dem Projektleiter. Ja. Das regt mich immer noch tierisch auf, Alter, ohne Witz. Also sowas, ich kann es einfach nicht... Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist halt einfach keine Gerechtigkeit, so finde ich. Ja. Also irgendwie ist das komisch. Und dann kann man auch, also ich finde, er hat dann auch gesagt, dass er die betreffenden 2 Minuten sich angeguckt hat. Ja, kann man jetzt auch so argumentieren, hätte er uns vorher fragen sollen, ob wir da irgendwas Wichtiges sagen im Moment. Steht ja auch in den Regeln. Hätten wir jetzt auch machen, aber so kindergartenmäßig sind wir gar nicht. Ja, gut, doch, ich schon. Okay. Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Kohle. Kohle sag ich schon, Fackeln. Ja.
Naja. Ja, ist schon so ein bisschen. Ich werde nach der Folge einmal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Also wir nehmen jetzt mal nicht am Stück auf, weil ich muss mir unbedingt was zu trinken und ich kriege so einen kratzigen Hals. Jo, alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wie lange sind wir schon gerade dran. Warte, ich kann Ich das. gucke. Sind 10 Oh. Minuten, bedeutet, wir machen auf jeden Fall jetzt noch 5 Minuten. Ja, und Alles dann klar. läuft das. Wunderbar. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Wenn dann, oder nee, ja, weiß nicht. Vielleicht wächst es ja dann noch irgendwie. Eigentlich ja nicht, aber hey. Nur wenn Ja. einer drauf ist, ne? Ja, ach, passt schon, passt schon. Ah, wir brauchen auch, oder Bone Meal, das wäre natürlich geil. Ich habe noch 40 Bone Meal allerdings. Ich weiß nicht, ob Ah. Bone Meal wirklich so effektiv ist. Drei, Also, ja klar. ja, natürlich ist es effektiv, ja, aber sag mal, man kriegt so selten Bone Meal oder auch Ja, zu das selten, dass man stimmt. hier es sich eigentlich selten bringt. Aber warum wächst denn das hier in der Mitte so langsam? Lohnt jetzt zum Beispiel nicht auf Bone Meal zu farmen extra. Nee, das nicht. Also wenn Das man es hat, lohnt kann man es sich. nutzen, so. So ist es. Ja. So sieht's aus. Perfekt. Ich mache eben mal hier einmal zack, 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 zack. Achso, ja. So. Aber die Sounds sind geil. Im, Die ja. Sounds. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, mein Inf ist voll. Ich hoffe, jetzt kommt nach da hinten auch noch Wasser. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich hau auch mal ein paar Stones in den Ofen, damit wir Ja, halt die guten stimmt. Stones kriegen. Die guten. Achso, mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte das Texture Pack vom ersten Bloody Beach nutzen soll. Ja, habe ich Das läuft gesehen. aber nicht mehr in der 1C, leider. Ah. Das ist dann ein bisschen doof, aber ich habe jetzt ein anderes, das ist nicht so. Habe ich mir eben gerade noch ganz spontan gedownloadet. Oh, das war jetzt nächstes aber gerade schnell, habe ich den Eindruck. Ja, ich habe auch immer mal wieder ein bisschen geerntet, also ich habe jetzt auch ein bisschen was, aber nicht, also ist nicht viel, aber immerhin. Krasser Typ. Ja, Mensch. Oh, mal überall der Pizza Dings ist. geschrott gegangen? Joa. Mein. Aber. So, also kommt jetzt Wasser überall hin? Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ups. Ja. Machen wir Soll ich dir nochmal. nochmal meine geben? Jo, Hier, guck kannst du mal, dann nehmen wir machen. die. Dann brauche ich nämlich jetzt. Obwohl, ja gut, kannst du auch mitnehmen. Bau vielleicht noch ein bisschen, jetzt, damit wir nicht so in eine Richtung bauen. Also noch die Reihe zu Ja, Ende jetzt von mir ist okay. und dass wir dann irgendwie in die oder in die andere Richtung, also nach rechts oder nach links, noch Ja. einen extra Raum machen. Ich werde jetzt rausgehen und Erde holen. Wunderbar. Good luck, mate. Nicht an Viechern Creepern, sterben. Creepers sterben, das Ach, wäre wie war doof. denn nochmal der Befehl hier für Teamleben? Teamleben? Nee, Get Leben. Time war doch irgendwie. Ja, get time, Was? get Leben. Was? Nee. Deine aktuelle Wochenzeit liegt bei 99. Ach so, das heißt noch 99 Minuten sind gespielt. Ach Bedeutet, wir dürfen jetzt so. noch 40 machen, okay. Och, dann ist ja alles gut. Ich habe mich auch eben schon übelst gewundert. So. Ich dachte, was muss ich, wie lange muss ich denn hier noch spielen? Nehme ich So, eine ich. Schaufel mit oder nehme ich nehme mal zwei Schaufeln mit? Ja, nimm ruhig mit. Also, spar nicht an Erde. An Schoveln. Genau. Ah, die Folge ist auch mal nicht zu Ende, ne? Ja, genau. Gleich. Ja, aber dann bleibe ich jetzt und dann geht, mache ich das dann nächste Folge. Lohnt sich jetzt hier nicht mehr hochzugehen noch. Also einmal kurz Bestandaufnahme. Ich habe 13 Weizen. Hier kann ich auch noch ein bisschen was ernten. Das ist doch ganz nice. 13 Weizen. Da hätten wir jetzt einen schönen neuen großen Raum. Ja, läuft. Also ich würde sagen, die Folge war auf jeden Fall relativ effektiv. Ja. Ich mache mal hier, kann ich das noch aufsetzen? So. Zack. Und hier mache ich nochmal das rauf. Dann habe ich nochmal ein bisschen mehr. Okay. Oh, scheiße, war eine Mohrrübe. Ich mache jetzt mal hier so, das war im ersten Raum nur Mohrrüben haben. Ja, das ist gut. Weil dann haben wir das ein bisschen übersichtlicher. So. Perfekt. Perfekt. Auch hier. Jetzt haben wir so den Punkt erreicht, dass man quasi immer mal irgendwo hinlaufen kann und man kann immer ein bisschen was ernten. Noch nicht viel, aber immer ein bisschen. So. Perfekt. Ich habe jetzt noch
30, hast du noch irgendwo Seeds? Weil ich habe jetzt noch 30 Seeds über, die pflanze ich jetzt mal eben ein und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Kein ein mehr. Okay, gut. Ja, dann pflanze ich die noch eben und dann würde ich sagen, können wir uns schon mal an die Abmoderation machen. Genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge in alter Frische. Macht's gut. Ciao. Ciao.